Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung von XXL Info, die Wahlen 2001. Uns ist es heute gelungen, Werner Schröter ins Studio zu bekommen. Er hat einen wahnsinnig vollen Terminkalender und viele wissen, dass er ja auch Vorsitzender eines Vereines hier im Landkreis ist. Hallo und herzlich willkommen, Werner Schröter. Freut uns. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Dass es geklappt hat. Herr Schröder, nach 16-jähriger CDU-Regierungsdomäne hat es Bundeskanzler Gerhard Schröder vor knapp 2,5 Jahren geschafft, das politische Ruder im Bundesgebiet zu übernehmen. Im Landkreis gibt es eine ähnliche Konstellation, was die Amtszeit von Landrat Dr. Ernst Bartholomä anbelangt. Ist denn die Namensähnlichkeit Schröder Zufall oder eine geschickt ausgefädelte Marketingaktion Ihrer Partei? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand was bei gedacht hat. Als ich denn angesprochen wurde, habe ich mir das überlegt und habe gesagt, warum soll ich nicht versuchen, Landrat in diesem Landkreis zu werden. Das waren meine Beweggründe, aber die Namensähnlichkeit mit dem derzeitigen Bundeskanzler hat damit sicherlich nichts zu tun. Aber ab und an kommt es schon zu Verwechslungen. Ne? Auf dem Neujahrsempfang der SPD der Staatsphilharmonie sind Sie versehentlich mit Gerhard angesprochen worden. Ja, das ist manchmal lustig. Auch wir haben beide schon drüber gelacht. Auch der Gerhard Schröder hat schon drüber gelacht. Aber das kommt halt vor und das sind nette Begleiterscheinungen. Warum soll man nicht dazu stehen? Und ich sage dann immer nur, das ist dieser kleine Buchstabe, das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Schröder kommt aus Norddeutschland, es passt nicht jedem Pfälzer. Sie kommen ursprünglich aus Ostpreußen, sind aber in der Pfalz aufgewachsen, schon als Kind aufgewachsen und engagiert. Sind Sie in Ihrem Herzen Pfälzer und wie wichtig ist Ihnen Pfalz? Ich bin in meinem Herzen kein Pfälzer, sondern ein Pelzer. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier meine Wurzeln geschlagen, hier ist meine Heimat. Ich bin in Ostpreußen geboren, aber ich bin als Kind von 6 oder 7 Monaten, musste meine Mutter mit uns Kindern flüchten und wir sind dann in die Pfalz gekommen und da habe ich meine Heimat gefunden und ich fühle mich auch sehr wohl in meiner Heimat. Sie sind seit über 10 Jahren Leiter des Sportamtes in Ludwigshafen. Kann in einer aus der Stadt die unterschiedlichen komplexen Strukturen im Landkreis unter einen Hut bringen? Es sind mehrere Fragen, die Sie da stellen. Einmal, das ist das Sport- und Bäderamt und das ist ganz, ganz wichtig, weil nämlich die Bäder eine ganz wichtige Einrichtung in einer Kommune sind. Die haben einen Freizeitwert, den sie darstellen für die Bevölkerung, sowohl in der Großstadt als auch im Landkreis, also Sport- und Bäderamt. Und warum soll dann, Sie sagen, einer aus der Stadt? Sie hatten vorhin selbst gesagt, dass ich Vorsitzender eines Vereines im Landkreis bin. Ich lebe in diesem Landkreis schon seit 35 Jahren. Da habe ich meine sportliche Heimat. Ich weiß, wer der Landkreis Ludwigshafen ist und ich kenne den Landkreis Ludwigshafen und ich kenne die Probleme des Landkreises Ludwigshafen. Und als jemand, der die Kommunalpolitik gelernt hat, der in der Kommunalpolitik groß geworden ist und der die Kommunalverwaltung auch gelernt hat, weiß man dann schon, wo die Probleme sind und man hat es auch im Laufe der Zeit gelernt, die Probleme richtig anzugehen. In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Stadt und der Landkreis nicht immer als Busenfreunde präsentiert, obgleich eine Kooperation zwischen Landkreis und Stadt ja dem Ballungsraum Rhein-Neckar gut täte. In welcher Beziehung wird es mit Ihnen als Landrat eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis in wichtigen Fragen geben? Man sollte das vielleicht unterscheiden. Die Menschen sowohl in der Stadt als auch im Landkreis, die mögen sich und da gibt es auch vielfältige Verbindungen, da gibt es verwandtschaftliche Verbindungen, da gibt es freundschaftliche Verbindungen. Und wenn die Spitzen der jeweiligen Kommunen sich vielleicht aus parteipolitischen Gründen, ich weiß es nicht, nicht immer ganz grün waren, dann sollte man nicht sagen, die beiden können nicht miteinander. Also ich meine Stadt und Landkreis, die Bewohner, die Menschen. Und es geht immer wieder nur um die Menschen und die können sehr gut miteinander. Und da kommt es eben darauf an, dass die, die vorne die Verantwortung tragen, dass die auch kooperieren. Und ich meine, dass es viele Ansatzpunkte gibt, wo man kooperieren kann. Das fängt ja schon bei der Regionalplanung an. Da hat man ja schon miteinander zu tun. Und wenn ich weiß, dass sehr viele
Schülerinnen und Schüler auch vom Landkreis in Schulen in Ludwigshafen gehen. Und wenn man weiß, dass sehr viele Ludwigshafener ihre Erholung im Landkreis am Wochenende suchen, sogar Grundstücke im Landkreis besitzen oder gepachtet haben und nutzen, dann weiß man, dass da viele Verbindungen sind. Und ich würde diese Verbindungen im Falle meiner Wahl auch noch versuchen zu intensivieren. Sie sind Vize-Weltmeister im Ringen und waren Olympiateilnehmer. Manche bezeichnen Sie als Anwalt der Sportvereine in der Chemiestadt Ludwigshafen. Was werden Sie als möglicherweise künftiger Landrat, wenn Sie es denn wären, für die Sportvereine im Landkreis tun? Sie sagen Anwalt für die Sportvereine. Das ist auch richtig. Das ist ja auch die Aufgabe eines Sport- und Bäderamtes, eben für die Ansprechpartner, für die Vereine, für die ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen zu sein. Man muss mal sehen, die Stadt Ludwigshafen hat rund 150 Sportvereine, die von Feierabendfunktionären geführt werden, und diese Frauen und Männer, die brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe vom Hauptamt. Und ich sage immer wieder, es hilft, das beste Ehrenamt kann nicht funktionieren, wenn es nicht das Hauptamt gibt, das hilfreich unter die Arme greift. Und darum verstehe ich mich gerne mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sport- und Bäderamtes als Anwalt des Sports hier in Ludwigshafen. Und wenn ich ergänzen darf, dass wir ja darüber hinaus auch sehr viele Sportstätten zur Verfügung stellen, zum Beispiel das Südweststadion als Veranstaltungsstätte, nicht nur für den Sport, sondern auch für Open-Air-Veranstaltungen und ähnliche Veranstaltungen, dass wir den Vereinen an den Feierabend über 70 Turn- und Sporthallen zur Verfügung stellen, dass wir 7 Bezirkssportanlagen vorhalten, auf denen die Ludwigshafener sich wohlfühlen dürfen, auf denen sie ihren Sport treiben dürfen, dann sind wir gerne der Anwalt des Sports und gerne der Anwalt der Vereine, und dazu gerechnet unsere 6 Bäder, 3 Hallenbäder, 3 Freibäder. Also in Ludwigshafen kann man sich schon wohlfühlen, was den Sport anbelangt. Und wenn Sie die Frage stellen, wie es denn im Landkreis wäre, Sie hatten es ja angesprochen, ich bin ja selbst Vorsitzender eines der größten Vereine, der wichtigsten Vereine im Kreis Ludwigshafen, der bekanntesten Vereine. Es gibt noch einige andere, die auch der Bundesliga angehören. Es gibt aber hunderte von Vereinen, in denen sich Männer und Frauen sehr, sehr wohlfühlen, ihren Sport treiben. Und was diese Vereine eine wertvolle Arbeit verrichten für unsere Gesellschaft, das kann man nur erahnen. Wenn der Staat da eingreifen müsste, wenn es die Vereine nicht gäbe, dann wäre unsere Gesellschaft sehr, sehr arm. Und wenn ich dann Landrat werden sollte, dann könnte ich ja nicht nur der Anwalt der Sportvereine sein, sondern der Vereine. Ich bin ein Vereinsmensch. Und ich schätze einen Musikverein, einen Gesangverein, einen kulturellen Verein, einen die bildenden Künste, schätze ich genauso wie den Sportverein, weil ich weiß, dass da junge Menschen beschäftigt werden, dass ältere Menschen da zusammenkommen, da kommunizieren können. Also das Vereinsleben im Landkreis Ludwigshafen, das würde ich sehr, sehr unterstützen und würde versuchen, es noch zu stärken. Viele Parteien und Vereine klagen darüber, dass ihnen die Mitglieder weglaufen. Unsere Organisation, die Pilgrim HMA News Association and Foundation, arbeitet auch ehrenamtlich. Diese Sendung entsteht ehrenamtlich. Was wollen Sie im Jahr der Freiwilligen für die Vereine machen, damit Ehrenamt wieder gestärkt wird und das Engagement der Menschen ja gewürdigt wird? Ja gut, in diesem Jahr kann ich recht wenig tun, weil ja der Landrat, wenn ich denn gewählt werden sollte, ja erst Ende des Jahres seinen Dienst antritt. Aber man kann allgemein ja für die Vereine was tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Landkreis Ludwigshafen so einen Tag der Vereine im Landkreis geben könnte. Jedes Jahr, das wechselt vom Norden über die Mitte bis zum Süden im Landkreis. An diesem Tag können alle Vereine sich darstellen. Da können auch die Partner der Saalekreis zum Beispiel, die könnten nach Ludwigshafen kommen, und das könnten Tage der Vereine werden. Das wäre, glaube ich, eine große Unterstützung, die man damit den Vereinen angedeihen ließe, weil sie sich darstellen können, weil sie auf diese Art und Weise auch um neue Mitglieder werben könnten. Und ich meine, dass gerade das Ehrenamt es verdient hat,
auch mehr noch gelobt zu werden. Warum soll man nicht einen Preis verleihen für die ehrenamtlich Tätigen im Landkreis, wo sie Auszeichnungen erhalten? Eine Bronzemedaille, eine Silber-, eine Goldmedaille für ehrenamtlich Tätige. Also das Ehrenamt sollte nach meiner Auffassung mehr gestärkt werden, damit auch der Zulauf zum Ehrenamt unvermindert bleibt. Ich meine, dass sogar dieser Zulauf noch vermehrt werden sollte. Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass Politik nur noch zu einer schlechten Unterhaltungsshow, Politainment, verkommt. Es gibt Parteien, die lassen ihre Kandidaten mit dem Fallschirm irgendwo eine Menge abspringen. Ist denn Verpackung wichtiger als der Inhalt, also sprich politische Inhalte? Ja, wenn es jemand braucht, dann soll er es tun. Wenn er sich darstellen muss, wenn, um gewählt zu werden, erstmal soll er es tun. Also ich halte nichts davon. Ich meine, man sollte überzeugen durch Gespräche mit den Menschen, durch Gespräche mit den Frauen und Männern, um sie zu überzeugen von einem Programm, das man ihnen anbietet. Dann braucht man nicht mit Fallschirm abzuspringen. Aber ich sage nochmal, wenn jemand glaubt, ich weiß ja, Sie spielen auf große Politiker im Bunde an, wenn jemand glaubt, dass ihm das Wähler bringt, ich habe da aber meine Zweifel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wähler so unmündig ist und sich von einem fallschirmspringenden Politiker beeinflussen lässt oder animieren lässt, ihn zu wählen. Also Inhalte zählen mehr als Verpackung. So ist es. Wenn wir jetzt bei Robert Lemke wären, so, was ist die typische Handbewegung Ihrer Auffassung nach, die Tätigkeit eines Landrates beschreibt? Die typische Handbewegung. Sie müssen mal die vielfältigen Aufgaben sehen, die ein Landrat hat. Er ist der Leiter einer großen Einrichtung der Kreisverwaltung mit 450 Mitarbeitern etwa, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er ist der Leiter dieser Einrichtung, er ist der Motivator, er ist Moderator seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und er hat dafür zu sorgen, dass, ich sage das mal so, dass der Laden stimmt. Er muss nicht alles selbst können, er muss nicht zum Beispiel die Grunderwerbsteuer ausrechnen können oder die Müllgebühren ausrechnen können, aber er muss alles nachvollziehen können. Er muss schon auch ein gewisses Fachwissen haben, was die Kreisverwaltung anbelangt, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigenverantwortlich dort tätig sind und dass man auch den Mitarbeitern eben auch mal ein Lob zukommen lässt, wenn sie eine Arbeit besonders gut gemacht haben. Das zur Kreisverwaltung, und er ist darüber hinaus ja der Vorsitzende des Kreistages und der Ausschüsse, und als solcher hat er dann, da wird es dann politisch, da hat er dann mit Politikern zu tun und da hat er mit Fraktionen zu tun, und da muss er eben sehen, dass er auch die Richtung angibt, dass er Beschlüsse des Kreistages, der Ausschüsse vorbereitet, und wenn dann beschlossen ist, dann hat er die zu vollziehen. Und dann kommt das dritte große Standbein, was ich so sehe, das ist die Repräsentation des Kreises, und da muss er sich auch was einfallen lassen. Da muss er präsent sein, wenn dann der Landkreis gefragt ist, bei Veranstaltungen dabei zu sein, wenn der Landkreis gefragt ist, Dankeschön zu sagen verdienten Bürgerinnen und Bürgern. Also die Repräsentation ist, wie gesagt, ein weiteres großes Feld des Landrates, und aus dem Grund kann man das nicht, wie bei Robert Lemke früher, ich habe mir übrigens die Sendungen auch ab und zu mal ganz gern angesehen, kann man das nicht mit einer Handbewegung beschreiben. Was ist Ihrer Auffassung nach die letzten 20 Jahre im Landkreis falsch gemacht worden? Der Landkreis ist ja kaum älter als 20 Jahre. Er wurde im Jahr 1969 gebildet, und er ist ein Gebilde, der eigentlich kein Kreis in dem Sinne eines Kreises ist. Also er ist ein langes Gebilde von Bobenheim, Roxheim, Klein-Niedesheim, Groß-Niedesheim im Norden bis runter nach Römerberg, Ortsteil Mechtersheim im Süden.
Der Kreis musste erstmal aufgebaut werden und da ist sehr viel wertvolle Arbeit, ist da von den Verantwortlichen verrichtet worden. Natürlich, jeder macht Fehler und es wurden sicherlich auch Fehler gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man es heute nochmal zu tun hätte, würde man vielleicht manche Einrichtung weniger bauen. Oder man würde dafür sorgen, dass entsprechende Rücklagen da sind, weil ja die Bausubstanz von einigen Einrichtungen inzwischen sehr in die Jahre gekommen ist. Es muss sehr vieles saniert werden und da fehlen doch die Gelder, die dafür eigentlich erforderlich wären. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen mehr hätte mit einbeziehen müssen. Wir sind jetzt mit der lokalen Agenda 21, ist man auf einem besseren Wege, wo man jetzt versucht, mit den Betroffenen gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Das ist so das, was ich jetzt mal sagen wollte, wo man vielleicht Ansatzpunkte hat, wo man sagt, das hätte man vielleicht besser machen können. Sicherlich gibt es noch den einen oder anderen Bereich, der verbesserungswürdig gewesen wäre. Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen, das Thema Geld. Es gibt ja ein Defizit von 90 Millionen Mark. Wo werden Sie als Landrat den Rotstift einsetzen? Wo werden Sie einsparen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich will mal vorweg sagen, ich bin keiner, der mit dem Geld leichtsinnig umgeht. Ich überlege mir, bevor ich eine Ausgabe tätige, aber ich bin der Meinung, man sollte Geld da ausgeben, wo es angebracht ist, wo ich vielleicht durch rechtzeitige Investitionen große Reparaturen vermeiden kann, bevor großer Schaden eintritt, sollte man vielleicht manchmal investieren. Aber ich muss, um Ihnen Ihre Frage zu beantworten, klar sagen, da muss erst mal ein Kassensturz her. Man muss erst mal sehen, wie sieht es denn aus, man muss in dem Landkreis drin sein, man muss Verantwortung tragen, muss überprüfen und erst dann kann man sagen, was man anders machen würde. Wenn Sie Landrat werden, spielt dann die Stadt Ludwigshafen für Sie eine Nebenrolle oder wird es Kooperationen geben und was könnten Sie sich da konkret vorstellen, wo gibt es vielleicht eine engere Zusammenarbeit zwischen Ludwigshafen und dem Landkreis? Ich habe ja vorhin schon mal von der regionalen Raumplanung gesprochen und der Landkreis Ludwigshafen, der umschließt ja die kreisfreien Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer. Er schließt sich an den Landkreis Bad Dürkheim, an den Landkreis Germersheim und da lebt keiner auf einer Insel und kann keiner seine eigene Politik machen, sondern er muss gemeinsam mit den anderen die Zukunft gestalten und ich habe auch schon erwähnt, dass viele Schülerinnen und Schüler in benachbarte Kommunen in die Schulen der benachbarten Schulträger gehen und da gibt es Berührungspunkte und da muss man im ständigen Gespräch sein und auch in der Raumplanung muss man im ständigen Gespräch sein und wenn es um das Ansiedeln von Gewerbeflächen geht und da muss man auch im Gespräch sein, da kann man nicht sagen, ich setze jetzt hier meinem Nachbarn ein Gewerbegebiet vor die Nase, ohne mit ihm vorher drüber gesprochen zu haben. Also, ich bin ja auch angetreten unter dem Motto, dass ich gesagt habe, die Zukunft gestalten mit den Menschen im Gespräch und genauso ist es erforderlich, dass ich mit den umliegenden Kommunen auch das Gespräch pflege und da wäre es notwendig, dass die Spitzen der Kommunen, dass die regelmäßige Erfahrungen gegeneinander austauschen. Was sind denn in Anbetracht der Zukunft Ihrer 7 wichtigsten Visionen für den Landkreis Ludwigshafen? Was wollen Sie in den kommenden 5 Jahren umsetzen? Also von Visionen möchte ich in dem Zusammenhang mal gar nicht reden, sondern ich möchte direkt praxisbezogen arbeiten und es gibt da Punkte, an denen ich ansetzen würde und wo ich Ansatzpunkte sehe. Das fängt bei der Jugendarbeit an. Der Landkreis Ludwigshafen oder die Landkreise sind zuständig für den Vollzug des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Und wenn ich den Wandel sehe, dass es immer mehr alleinerziehende Elternteile gibt und wenn ich sehe, dass es viele junge Familien gibt, in denen beide verdienen müssen, um über Wasser bleiben zu können, dann muss man sehen, dass man
die Kinder den ganzen Tag unterbringt, in Kinderkrippen oder auch in Kinderhorten. Und da meine ich, dass bei zurückgehenden Kindergartenplätzen, Kindertagesstättenplätzen, dass da Umschichtungen stattfinden müssen, dass wir mehr Krippenplätze und mehr Hortplätze für die Kinder brauchen. Es ist für mich undenkbar, dass Kinder mit dem Schlüssel um den Hals auf der Straße rumlaufen. Und genauso ist es dann auch für mich mit der Schule. Und da ist ein sehr guter Ansatz jetzt von unserem Ministerpräsidenten ja verkündet worden mit der Ganztagesschule. Und das ist auch eine Chance, finde ich, für die Zukunft. Und ich würde mich darum bemühen, auch in den Landkreis Ludwigshafen Ganztagesschulen zu bekommen, die auf freiwilliger Basis natürlich besucht werden sollen, in denen aber die Kinder, bis dann eben die Mutter oder der Vater von der Arbeit kommt, aufgehoben sind. Die sollen nicht den ganzen Tag pauken, das hat ja auch die Landesregierung schon so gesagt, sondern die Kinder, die sollen den ganzen Tag beschäftigt werden. 100 Millionen will das Land Rheinland-Pfalz dafür investieren und ich meine, das wären gute Investitionen, die da getätigt würden. Und Sie sprachen von Aufgaben, die zu verwirklichen sind. Und ich meine, dass auch die Schulentwicklung weiter fortgeführt werden muss, dass der Schulentwicklungsplan, der muss in Bewegung sein, der kann nicht starr sein, der muss jedes Jahr überprüft werden und so muss auch beobachtet werden. Im Moment laufen gerade die Anmeldungen, ich habe auch mit großer Aufmerksamkeit die Anmeldungen bei der IGS in Mutterstadt mir gerade sagen lassen und auch in der Stadt Ludwigshafen. Es ist schon ein Trend zur Gesamtschule. Und so meine ich, dass die Schulentwicklung, dass die auch fortgeschrieben werden muss. Und wenn ich von Schülern spreche, dann müssen natürlich auch die Kinder ordentlich zur Schule kommen. Der jeweilige Schulträger muss dafür sorgen, dass die Schülerbeförderung klappt. Es müssen Radwege da sein, dass die Kinder auch bei gutem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Sie sehen, es gibt viele Ansatzpunkte, die ich Ihnen so auf Anhieb nennen kann, was dann verbesserungswürdig ist, was man im Landkreis Ludwigshafen tun kann. Und da komme ich auch noch gerne zu unseren älteren Mitbürgerinnen und Bürgern, die es verdient haben, dass man sich um sie kümmert. Die Generation vor mir, das sind die, die den Krieg erlebt haben, die uns großgezogen haben, die nach dem Krieg wertvolle Aufbauhilfe geleistet haben. Und ich meine, es ist wichtig, dass wir uns bei denen bedanken und dass wir diese Menschen im Alter nicht allein lassen. Das heißt, wenn jemand sich nicht mehr vorstehen kann, dass er seine eigene Wohnung nicht mehr in Ordnung halten kann, dass er sich selbst nicht mehr so vorstehen kann wie mal in seiner Jugend, bevor er in ein Heim verbracht wird, da meine ich, da sollte man viel mehr an das betreute Wohnen denken, wo die alten Menschen eben in Würde, in ihrem Alter betreut werden von Menschen, die ihnen zur Seite gehen. Also betreutes Wohnen wäre auch ein Anliegen, das ich ein bisschen fördern würde. Und letzten Endes liegt mir auch am Herzen, im Landkreis Ludwigshafen ein bisschen was für die arbeitende Bevölkerung zu tun. Die BSF hat im Laufe der, oder nicht nur die BSF, auch andere Industriebetriebe haben ja so rund 15.000 Arbeitsplätze abgebaut, insbesondere hier in Ludwigshafen. Und da ist es auch Verpflichtung der umliegenden Kommunen, ein bisschen was zu tun bei der Suche nach Arbeitsplätzen, beim Erhalt von Arbeitsplätzen und beim Suchen von neuen Arbeitsplätzen. Und wenn der Landkreis, der ja seit 1972 eine Strukturförderungsgesellschaft unterhält, wenn er da ein bisschen mehr in Zukunft tut, dann glaube ich, dass im Zusammenwirken mit den Gemeinden des Landkreises einige Gewerbegebiete ausgebaut werden können, neue angelegt werden können. Also da glaube ich, ist auch noch ein Potenzial, das geweckt werden könnte mit einer entsprechenden hauptamtlichen Kraft, die in dieser Strukturförderungsgesellschaft tätig sein sollte. Sie haben es eben schon angesprochen, Arbeitslosigkeit ist natürlich auch ein Thema im Landkreis Ludwigshafen. Die Zahlen sind jetzt saisonal bedingt hochgegangen. In Germersheim gibt es ein schönes Projekt, das nennt sich auch Arbeit statt Sozialhilfe. Wäre das vorstellbar für Ludwigshafen? Das ist absolut. Also es ist schlimm,
Es ist ganz, ganz schlimm, wenn jemand in die Sozialhilfe abrutschen muss. Und ich meine, das ist die Verpflichtung derer, die Verantwortung tragen, ganz gleich wo, dafür zu sorgen, dass Menschen, die arbeiten wollen, auch arbeiten dürfen. Und das wäre mir ein besonderes Anliegen. Sie wissen es, ich suche ja in einer Sache auch eine Stelle. Was wollen Sie für Menschen mit meiner Problematik tun, die durch einen Berufsunfall eine Schwerbehinderung erlitten haben? Ich habe 152 Bewerbungen im gesamten Rhein-Neckar-Dreieck hinter mir und immer noch nichts gefunden. Was wollen Sie für Menschen in ähnlichen Notlagen tun? Ja gut, es gibt ja auch im Landkreis, gibt es ja schon Programme, in Schieferstadt zum Beispiel, Wiedereingliederung für Frauen, für Menschen, die wieder ins Berufsleben zurück wollen. Und ich meine, dass über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, über Hilfen zur Arbeit da einiges bewerkstelligt werden könnte. Es muss halt passen. Der Arbeitswillige, der muss halt mal konkretisieren, was er denn tun will, was er tun kann. Jemand, der berufsunfähig ist in einem bestimmten Beruf, den kann ich nicht in denselben Beruf vermitteln. Das geht eben nicht. Da muss man mit Schleue muss man versuchen, auch die Menschen in andere Beschäftigungen zu bringen. Und das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Thema Naturschutz und Umwelt. Die einen sagen, die Rheinbrücke würde die ökologische Katastrophe für den Landkreis bedeuten. Die anderen sagen, BASF und unter anderem auch die IHK Rhein-Neckar sagt, wir brauchen eine Rheinbrücke bei Altrip. Wird es mit Ihnen als Landrat die Rheinbrücke bei Altrip geben? Die Wahlzeit des Landrates beträgt 8 Jahre. Wenn Sie überlegen, wie lange die Diskussion schon andauert um die Rheinbrücke, dann ist es länger als 8 Jahre. Und ich bin sicher, dass es auch die nächsten 8 Jahre die Rheinbrücke nicht geben wird. Ich weiß auch, dass die Altripper Bevölkerung insbesondere sich einstimmig gegen die Rheinbrücke ausspricht. Es ist ein großes Problem zwischen Ökonomie und Ökologie, da abzuwägen. Es wäre gut, eine Verbindung dort zu haben, aber die Rheinbrücke Altrip, wenn Sie mich so direkt fragen, die nächsten 8 Jahre glaube ich nicht daran, dass sie verwirklicht wird. Und dann ist die Zeit so fortgeschritten. Man muss sehen, dass ja auch neue Wohngebiete dort entstehen und die Naherholung immer wertvoller wird. Darum meine ich, dass es die Rheinbrücke Altrip nicht geben wird. Der Architektenbeirat des Landkreises will künftig mehr Mitspracherecht bei großen Projekten, bei großen öffentlichen Bauvorhaben. Altlastensanierung wie etwa die Sanierung des Kreis- und Hallenbades, Mutterstadt kommt im Landkreis jetzt mit 20 Millionen Mark teuer zu stehen. Der Neubau kostete ursprünglich nur 7,5 Millionen Mark im Vergleich. Der Beirat hat mit allen drei Kandidaten, also mit Herrn Elster, Herrn Altvater, mit Ihnen gesprochen, Herr Schröter. Welche Rolle werden die Architektenberater bei künftigen Entscheidungen als Fachgremium bei Ihnen spielen? Ich meine, dass der Architektenbeirat ein wichtiges Instrument ist als Berater für den Landrat. Man hat da Fachleute zusammen und warum soll man sich nicht des Rates von denen bedienen? Also für mich eine ganz wichtige Einrichtung vor der Planung von Bauvorhaben, während der Planung und auch wenn es um Vergaben geht, dann kann der Architektenbeirat schon eine wichtige Funktion einnehmen. Und ich war ja zu einem Gespräch dort und habe auch gesagt, dass wenn es um Vergaben geht, dann ist das schon eine wichtige Beratung, die man sich da holen kann. Und ich würde mit dem Architektenbeirat würde ich im Jahr schon einige Gespräche führen, zumindest immer dann, wenn es wichtige Angelegenheiten gibt. Ich fände es geradezu grotesk, sich des Rates dieser Fachleute nicht zu bedienen. Rechtsradikalismus gibt es auch im Landkreis. Sie in der Stadt haben 4 Jugendliche im vergangenen Jahr versucht, Flüchtlinge aus dem Kosovo abzufackeln. Was werden Sie in einer Vorbildfunktion als Landrat versuchen, gegen Rechtsradikalismus zu unternehmen? Das ist wiederum
Man muss den jungen Menschen muss man Ziele vermitteln. Ich habe irgendwann mal gesagt, die Jugend sollte Lust auf Zukunft haben. Und das ist dann aber eine Verpflichtung, die wir haben. Das heißt, wir müssen mit den jungen Menschen reden. Es wird immer gesagt, es gibt ein Jugendproblem. Für mich gibt es kein Jugendproblem. Für mich gibt es nur viele Menschen, viele Erwachsene, die Probleme mit Jugendlichen haben. Man muss aufeinander zugehen. Und wenn wir in die Vereine gehen und in den Vereinen, in den Jugendabteilungen der Vereine, da stimmt's. Und wenn wir überall, wo diese Vereine eben nicht bestehen oder die Jugendlichen, die nicht in die Vereine gehen, wenn wir denen die Chance bieten, in Häuser der Jugend zu gehen und dort betreut zu werden von Fachleuten, dann können wir da auch schon sehr vieles tun, um die jungen Leute in die richtige Richtung zu lenken. Und wenn wir dann auch noch dafür sorgen, dass Fachleute der Jugendpflege, dass die zu denen gehen, die weder zum Verein gehen, noch ins Haus der Jugend gehen und mit denen sprechen, auf der Straße, da wo sie sich treffen, sie ins Gespräch bringen und ihnen die richtige Richtung zeigen, dann meine ich, könnten wir damit sehr vieles verhindern, was mancherorts vielleicht ein bisschen abgeglitten ist. Man sollte auch darüber hinaus, wir können ja die Augen nicht verschließen, es ist ja tatsächlich so, dass es schon Probleme gibt an manchen Orten, und Sie hatten diesen törichten Fall hier in Oppau angesprochen, unverständlich, dass sowas passiert. Darum muss man alle an einen Tisch bringen. Ich meine, das Schlagwort runder Tisch ist schon sehr häufig genannt worden, aber ein runder Tisch sollte gebildet werden, wo sich alle diese Kräfte treffen, wo alle zusammenwirken, um das Schreckgespenst wirklich von uns fernzuhalten, unsere Jugendlichen in eine richtige Zukunft zu lenken und die paar Wirrköpfe, die Älteren, die es im Moment gibt, die vielleicht zu belehren und auch wieder auf den richtigen Weg zurückzuführen oder ihnen ganz klar zu zeigen, wo dann die Schranken sind. Also da müssen wir echt was dagegen tun. Sie suchen Gespräche mit den Bürgern. Wie soll das in der Praxis aussehen? Sie suchen Gespräche auch mit allen Generationen. Wie wollen Sie das in der Praxis umsetzen? Es kann zum Beispiel nicht sein, dass ein hilfesuchender Bürger oder ein Bürger, der bei einer Verwaltung was will, dass der zur Verwaltung kommt und bekommt da gesagt, da sind wir nicht zuständig, da müssen sie woanders hin. Sowas gibt es bei uns im Sport- und Bäderamt nicht und sowas wird es dort, wo ich Verantwortung trage, nie geben, sondern wenn jemand kommt und sucht eine Hilfe und ist eben an der falschen Stelle, dann haben wir in der Verwaltung die Verpflichtung, den Weg zu ebnen, damit der hilfesuchende Bürger, die Bürgerin auch denjenigen findet, zu dem oder zu der sie eigentlich gehen wollten. Wir haben auch die Verpflichtung, das Kreishaus steht in Ludwigshafen. Der Landkreis ist, ich habe es Ihnen gesagt, ist sehr weitläufig. Darum kann man nicht erwarten, dass alle nach Ludwigshafen kommen. Und man kann auch nicht erwarten, dass alle virtuell kommunizieren mit der Kreisverwaltung, sondern es ist die Aufgabe des Landrates und seiner engsten Mitarbeiter, auch zu den Bürgern zu gehen, vor Ort zu gehen, in die Gemeinden zu gehen, um dort zu sprechen. Das heißt, regelmäßige Sprechstunden auch vor Ort abzuhalten. Unsere älteren Bürger, die mit Computern weniger am Hut haben, die haben das verdient, dass man zu ihnen geht. Es wird eine engere Zusammenarbeit auch mit den Kreiskommunen geben. Ich weiß ja nicht, wie eng der Herr Landrat mit den Bürgermeistern jetzt zusammenarbeitet. Ich weiß, dass es regelmäßige Besprechungen, Bürgermeisterdienstbesprechungen gibt. Aber ich meine, man sollte unvoreingenommen im Interesse unserer Bevölkerung sollte man versuchen, in den Gemeinden den Bürgern den Weg zu ebnen. Das haben die Bürger verdient. Was sagt denn Ihre Familie und Ihre vier Enkelkinder dazu, dass Sie jetzt Landrat werden wollen? Wenn Sie Landrat werden, dann bedeutet das, dass Sie noch mehr Termine haben als jetzt, ohnehin schon bei einem prall gefüllten Terminkalender von der Stadt aus. Und als Vorsitzender des VfK Schifferstadts, ist Ihre Familie mit Ihrer Kandidatur einverstanden? Ja, Herr Klamm, Sie müssen sehen, dass ich ja sowas nie gemacht hätte, ohne mich vorher zu beraten. Ich habe mich mit meiner Frau unterhalten und sie hat mir zugeredet. Und ich habe mich dann auch mit meinen Kindern unterhalten, das sind ja die Eltern dieser Enkelkinder.
habe mich auch mit meinen Kindern unterhalten und sie waren auch der Meinung, du bist ja das ganze Leben eigentlich schon immer unterwegs. Gucken Sie mal, ich war Leistungssportler, da war ich in der Welt unterwegs. Ich war anschließend Trainer, da war ich unterwegs. Ich bin heute Vorsitzender des großen Vereins in Schifferstadt. Ich bin der Geschäftsführer der Pelzer Ausles. Das ist diese prominenten Vereinigung ehemaliger Olympiateilnehmer, Weltmeister, Europameister, die für wohltätige Zwecke überall antritt, wo es gilt zu helfen, Kindergärten zu unterstützen, Behinderteneinrichtungen zu unterstützen. Diese Arbeiten mache ich ja schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich bin eigentlich jemand, der umtriebig ist, der immer unterwegs ist, und darum ist das für mich auch der Wahlkampf. Jetzt ist für mich keine Umstellung. Das macht mir Spaß und ich kann mir vorstellen, wenn ich Landrat werden sollte, dass ich mit viel Freude dieses Amt bekleiden würde. Ein Thema, das uns auch alle bewegt und wie es der Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums in Mainz erzählt hat, Günther Emal, ist BSE. Beim 8. Vieh- und Fleischtag hat es 8 Stunden lang im Vordergrund gestanden. Was würden Sie tun oder was werden Sie auch tun, wenn Sie Landrat werden, um Bürger vor BSE zu schützen? Zur Kreisverwaltung gehören ja jetzt seit einigen Jahren oder gehört seit einigen Jahren auch das Gesundheitsamt, das Veterinäramt ohnehin. Und diese beiden Ämter, die haben schon eine wichtige Funktion, was den Verbraucherschutz anbelangt. Sie müssen noch stärker als Verbraucherschutzeinrichtung in Erscheinung treten. Und ich meine, was auch die Verpflichtung jedes Politikers in unserem Land ist, ich meine, lange genug haben wir Deutschen uns ja für die gehalten, bei denen es kein BSE geben kann. Wir waren da schon fast überheblich, dass außenrum BSE-Fälle auftraten und bei uns nicht. Und da gilt es, dass alle Politiker das Vertrauen der Verbraucher wieder zurückgewinnen. Und da sind alle gefragt. Da sind die Politiker gefragt. Und ich meine, die Bundesministerin ist da auf einem guten Weg. Und da sind auch Landwirte gefragt. Und da sind auch die Metzger gefragt. Da sind alle gefragt, die damit zu tun haben, dass in Zukunft unsere Verbraucher wieder mehr Vertrauen haben. Wobei die Verbraucher sich natürlich auch darüber im Klaren sein müssen, dass es wahrscheinlich etwas mehr kostet. Aber ich meine, die Gesundheit sollte uns das wert sein. Essen Sie selbst noch Rindfleisch oder ist Ihr Rindfleischverzehr zurückgegangen? Ich bin in der Frage bin ich eigentlich fremdgesteuert, wenn man das so ausdrücken darf. Ich esse ja meistens zu Hause und da esse ich dann das, was meine Frau mir vorstellt, und sie haben mich jetzt zum Nachdenken angeregt eigentlich. In letzter Zeit stelle ich fest, bekomme ich fast nur Geflügel in den verschiedensten Varianten und bekomme viel Fisch. Ich glaube, ich habe doch schon längere Zeit kein Rindfleisch mehr gegessen, ohne es wahrgenommen zu haben. Sie sehen also, dass ich esse gerne und ich esse fast alles, aber Rindfleisch ist dann doch bei uns reduziert worden. Das merke ich jetzt, wo Sie mich das fragen. Geht in die heiße Wahlkampfphase. Sie sind Ringer oder waren Ringer und Olympiateilnehmer. Fühlen Sie sich jetzt ein klein wenig wie im Ring? Nee. Dieses Image möchte ich auch gar nicht haben. Das wird von politischen Gegnern wird das zu häufig so ins Feld geführt. Der starke Körper, der kräftige Körper, der eine, der hat den Körper, der andere hat den Geist. Warum soll nicht ein großer Körper auch einen Geist haben wie ein kleiner Körper? Also nur eines, und das möchte ich auch unterstreichen, in meinem Wahlkampf jetzt kommt mir natürlich zugute, dass ich mal Leistungssportler war und da ist doch Substanz noch da. Also bisher die Monate der Belastung, und das ist eine schwere Belastung, das muss man schon sagen, die habe ich schadlos überstanden und da hat sicherlich auch meine sportliche Vergangenheit einiges dazu beigetragen. Wenn Sie Landrat werden und dann würden Sie Ihr Amt hier im November antreten können, was wäre Ihre erste Amtshandlung oder Ihr erstes Ziel, Ihr erstes Projekt, was Sie angehen?
Ich würde mich zuerst mal bei den Mitarbeiterinnen und bei den Mitarbeitern vorstellen. Ich würde mich mal bei allen vorstellen, mit denen ich künftig zu tun hätte. Es gibt ja sehr viele Einrichtungen, auch die umliegenden Kommunen. Das wäre, ich sage mal, guten Tag sagen. Und dann müsste man mal in die Kasse gucken. Dann müsste man sich mal den Haushalt ansehen, was ich ja jetzt ohnehin schon tue. Also man müsste mal behutsam an die Sache rangehen. Es ist meines Erachtens das Schlimmste, wenn jemand irgendwo hinkommt, hoppla, jetzt bin ich da, hoppla, jetzt komme ich. Das ist nicht mein Stil. Ich würde sehr behutsam in die Kreisverwaltung reingehen und würde Gespräche mit vielen verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Wenn Sie Landrat werden oder auch nicht, und es kann ja nur einer Landrat werden, es gibt drei Kandidaten, aber nur einer kann es werden, wie sieht Ihre Planung für den Fall aus, dass Sie nicht zum Landrat gewählt werden? Wie geht es danach weiter? Ja, das sehe ich mit großer Gelassenheit. Und das ist ja mein Vorteil, dass ich das mit großer Gelassenheit sehen kann. Ich bin Lebenszeitbeamter, ich bin Diplomverwaltungswirt, bin Oberamtsrat bei der Stadtverwaltung. Und das würde ich auch bleiben. Das heißt, in meinem beruflichen Leben würde es nichts verändern. Also ich würde dann als Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Ludwigshafen würde ich weitermachen. Und wie man mir gesagt hat, wären sehr viele Vereinsvorsitzende froh darum. Spaßeshalber haben mal zwei oder drei schon gesagt, wir gründen hier eine Initiative dagegen, dass du Landrat wirst, weil wir dich als Sport- und Bäderamtschef hier behalten wollen. Das war eigentlich das schönste Kompliment, was mir gemacht wurde. Ein schönes Kompliment. Wenn Sie Landrat werden, dann wird es aber ernst für die Stadt Ludwigshafen. Dann müssen Nachfolger gefunden werden für das Sport- und Bäderamt. Wenn Sie den sich jetzt selbst aussuchen dürften, gibt es da eine Frau oder einen Mann, den Sie gerne an der Stelle wüssten? Das, Herr Klamm, wäre nicht meine Aufgabe. Das wäre die Aufgabe des dann zuständigen Sportdezernenten, sich die geeignete Person auszusuchen. Findet der Landkampf Ihrer Ansicht nach mit dem Wahlkampf zum Landrat, es findet zwar Landtagswahlen und Landratswahlen statt, aber wird der Wahlkampf fair geführt? Gestern Abend hatten wir ein Gespräch, bei dem alle drei Kandidaten anwesend waren und ein Anrufer hat gelobt, wie diszipliniert und wie fair die drei sich verhalten haben. Also Unfairness weder von dem einen noch von dem anderen habe ich bisher bemerkt und es wäre auch mein allergrößter Wunsch, dass es so fair, wie es bisher war, weitergeht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Unfairness meistens von anderen reingetragen wird, aber ich glaube, und da habe ich große Hoffnungen und habe auch großes Vertrauen in die beiden anderen Kandidaten, dass es nicht unfair wird. Vielen Dank für Ihren Besuch. Es hat mich gefreut, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich. Und noch eine letzte Einschätzung von Ihnen, das interessiert uns ja auch noch. Rechnen Sie mit einer Stichwahl oder denken Sie, dass die Entscheidung bereits am 25. März fallen wird? Das überlassen wir mal den Wählerinnen und Wählern. Die werden uns das zeigen. Am Abend des 25. werden wir das wissen. So, eine persönliche Einschätzung. Wie sagt der Franz Beckenbauer immer, schauen wir mal. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Vielen Dank fürs Kommen. Bitte schön. Alles Gute für die Zukunft. Wir sehen uns spätestens am 25. Schönen Dank. Das war XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Sondersendung, Vorstellung aller drei Landratskandidaten. Sie haben die erste Sendung oder die zweite Sendung gesehen. Heute die dritte Sendung mit Werner Schröter, einer, der Landrat werden will. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche alles Gute. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, wenn es Ihnen wie mir geht mit Schnupfen, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, alles Gute, Ihr Andreas Petler.